Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Geskina Review. Heute dreht sich alles um das Elephone P7000, das wohl eines der am meisten gehypten China-Kracher oder vielleicht sogar der am meisten gehypte China-Kracher des Jahres ist. Ursprünglich sollte es schon im März diesen Jahres auf den Markt kommen, hat sich aber immer wieder verzögert. Und jetzt wurde endlich die Auslieferung gestartet, aber auch hier geht alles recht schleppend voran. Elephone kommt wohl mit der Produktion nicht hinterher und ja, es läuft alles nicht so, wie es soll. Wie auch immer, ich habe ein Testgerät bekommen, die weiße Version des Smartphones. Es gibt es noch in Grau und in Gold. Und ja, wir schauen uns das Ding einfach mal an. Was ihr hier seht, ist die Verpackung. Ich finde die sehr schön designt. Hat einen gewissen Premium-Anspruch, der hier verfolgt wird. Es ist ein bisschen anders designt als die typische Elephone-Verpackung. Ist recht groß. Wir haben hier einen Fingerabdrucksensor drauf, der soll auf das Hauptmerkmal hinweisen, der Fingerabdrucksensor. Und der Slogan Open the box to get surprised ist doch schon mal recht vielversprechend. Und dann machen wir das gleich mal. Wie ihr seht, auch im Inneren ist alles deutlich anders designt. Und man bekommt auch deutlich mehr Zubehör mitgeliefert als bei anderen Elephones. Es sei denn, man hat bei dem Flash Sale zugeschlagen, wo es das Gerät für 159 US-Dollar gab. Da ist nicht so viel Zubehör mit dabei. Das hier ist also der normale Lieferumfang, wenn ihr den vollen Preis von um die 205 US-Dollar oder was es gerade ist, bezahlt. In dieser Tüte ist ab Werk das Smartphone gut geschützt verpackt. Darunter befindet sich eine kurze Schnellstartanleitung in englischer Sprache. In dieser Röhre ist ein Netzteil und ein USB-Kabel drin. Und hier haben wir noch einen Tempered Glass Screen Protector. Das Glas ist recht dick und auch recht biegbar. Finde ich persönlich ganz gut, das ist ein recht hochwertiges Glas und bietet damit viel Schutz. Und dann ist hier nochmal so eine Abtrennung, darunter ist das restliche Zubehör versteckt. Dazu gehört eine Schutzfolie aus Kunststoff, so wie man sie kennt, wenn man kein Glas verwenden möchte. Und natürlich auch das Flipcover mit dem Bullauge, das wir schon vom Emlase M52 Red Note kennen. So viel also zum Lieferumfang. Zeit, sich mal das Gerät genauer anzusehen. Und hier ist das gute Stück. Ich habe hier schon, wie gesagt, die weiße Variante. Das bedeutet, wir haben eine weiße Front, eine weiße Rückseite und einen goldenen Metallrahmen. Der ist nicht silber, wie es vielleicht auf manchen Bildern zu Beginn ausgesehen hat. Der ist wirklich golden. Es ist so eine Art, ja, Rose Gold Finish, was hier verwendet wird. Sieht auf jeden Fall recht hübsch aus, macht einen edlen Eindruck, aber leider ist der edle Eindruck wirklich nur auf den ersten Blick vorhanden, denn wenn man sich das Ding mal etwas genauer ansieht, dann merkt man so ein paar Macken. Zum einen ist hier zwar ein Metallrahmen aus echtem Metall verbaut, aber das Ding ist nicht sonderlich dick. Das merkt man vielleicht, wenn man sich den mal ein bisschen genauer ansieht. Das Problem ist hier, dass der gibt keinerlei Stabilität. Der Rest des Smartphones ist komplett aus Plastik gefertigt. Das bedeutet, das Chassis ist auch aus Plastik und hat nie irgendein Stück Metall gesehen. Und das Resultat ist, dass ihr das Smartphone extrem leicht biegen könnt. Das ist wirklich von Nachteil. So, und hier ist auch nochmal der Rahmen von Nachteil. Der gibt nicht nur zu wenig Stabilität, er behält das Smartphone dann auch in der gebogenen Form. Ihr seht, das Ding ist jetzt leicht gebogen. Ich muss es wieder etwas gerade biegen, dass das wieder gut aussieht. Das ist definitiv eine große Schwachstelle des Smartphones. Denn wie gesagt, wenn sich der Rahmen einmal gebogen hat, dann hält er das weiche Plastik in der Form und dann bleibt das Smartphone gebogen. Das kann auch schon passieren, wenn ihr das Ding in der Hosentasche tragt. Gibt schon Leute, denen das passiert ist, dass es sich dann durchgebogen hat. Und was auch der Fall ist, ist, dass man durch das Biegen das Display beschädigen kann. Dann habt ihr solche hellen Druckstellen drauf. Man nennt es Clouding oder Ghosting. Sieht nicht schön aus, ist definitiv anfällig für sowas und ja, hinterlässt definitiv einen faden Beigeschmack. Was mir ebenfalls missfällt, ist dieser Touch-Button hier unten. Der ist zwar beleuchtet, aber ihr seht schon, überhaupt nicht hell. Schon die Studiolampe hier reicht aus, dass man das kaum mehr erkennen kann. Und er fungiert auch als Status-LED, was für euch bedeutet, dass er quasi im Sonnenlicht nicht bemerkt, wenn ihr eine Nachricht bekommen habt, das Ding auf leise gestellt habt.
und das Ding hier blinkt. Sehr schade. Auch die Menü-Buttons und der Zurück-Button daneben hat kein Icon, das nicht beleuchtet, sodass man den nicht so gut finden kann. Ist auch schlecht gelöst, ja, das ist wegen dem Design so gelöst worden, aber ich mag das einfach nicht. Und was auch noch ein Problem ist beim Design, bzw. der Verarbeitungsqualität, ist der Rahmen, der Kunststoffrahmen hier um das Displayglas herum. Der ist einfach schlecht verarbeitet. Man sieht das jetzt leider sehr schlecht, aber die Spaltmaße sind hier nicht gleich, wie ihr seht. Der steht einmal wegen mehr ab und dann ist er wieder ganz am Glas dran. Das Problem hier ist, dass durch diese kleinen Schlitze die Hintergrundbeleuchtung des Displays durchscheint. Das merkt man nur ganz dezent im Dunkeln, aber man merkt es definitiv und das sieht einfach sehr unschön billig aus. Und es hat noch einen Nachteil, gerade für das männliche Geschlecht. Die Barthaare verfangen sich da drin, wenn er telefoniert. Das tut einfach weh, es zwackt die ganze Zeit. Das ist alles andere als bequem. Was auch noch ein paar stören dürfte, ist die Dicke, denn das Teil ist 10,5 mm dick. Ist einiges. Ich muss sagen, für mich ist es ein Vorteil, denn ein dickes Fablet liegt deutlich besser in der Hand. So empfinde ich es, wie ein sehr dünnes Fablet. Ich mag es, aber es gibt definitiv auch Leute, die das nicht mögen werden. So, als nächstes werfen wir einen Blick auf das Display. Im Elephone P5000 kommt ein 5,5 Zoll Display mit einer Auflösung von 1920x1080 Pixeln, also Full HD zum Einsatz. Grundsätzlich ist das schon mal sehr gut, denn Full HD Panel macht natürlich bei 5 Zoll schon richtig viel Spaß. Man sieht da absolut keine Pixel mehr und ist eigentlich fast ein Garant für Qualität. Im Grunde ist das Panel auch sehr gut. Es bietet wirklich sehr schöne Farben, sehr gute Blickwinkel und auch die Pixeldichte ist absolut so, wie man sich das wünschen würde. Es gibt aber so ein paar kleine Probleme, die eigentlich Elephone softwareseitig vergeigt hat. Zum einen gibt es kein MediaTek MiraVision, was insofern ein Problem ist, da das Display out of the box einen recht starken Rotstich hat. Das kann man mit MiraVision ausgleichen, aber dadurch, dass in dem Android 5.0 Lollipop ROM kein MiraVision enthalten ist, geht es eben nicht und man muss vorerst mal mit diesem recht kräftigen Rotstich leben. Ein weiteres Problem ist, dass hier in der Stockraum derzeit die Displayhelligkeit deutlich zu gering ist. Die wird gedrosselt auf 40% der Maximalhelligkeit, angeblich wegen Überhitzungsproblemen, soll mit dem nächsten Update behoben werden. Es gibt auch schon Custom ROM, Lenovo Vibe UI. Da ist die Vollhelligkeit freigeschaltet, das Display kann also deutlich heller, aber im jetzigen Stadium mit der Stock-ROM ist das Smartphone eigentlich nicht zu gebrauchen, weil sobald man raus in die Sonne geht, sieht man fast gar nichts mehr. Wenn die Sonne direkt drauf scheint, dann ist ganz aus, dann sieht man absolut nichts mehr. Und ich kann euch das auch zeigen mit der 40% Helligkeit, denn wenn ich hier den Regler bewege, tut sich absolut überhaupt nichts. Erst wenn ich jetzt hier ab 40% bin, seht ihr, wird das Display dunkler, aber hier oben drüber tut sich nichts. So viel also dazu. Da muss Elephone also definitiv nochmal etwas nachbessern. Zum Touchscreen selber, der funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ihr seht kaum Input-Lag, bis heute eigentlich gar kein Input-Lag. Sehr präzise. Ich brauche nicht großartig Druck ausüben. Gefällt mir sehr gut. Könnte aber noch ein Tacken gleitfähiger sein, das hätte mir noch gefallen, aber es ist definitiv nicht bremsig, also der Finger gleitet schon drüber, aber es könnte noch so ein bisschen besser sein. Das Elephone P7000 kommt mit dem MT6752 SoC daher. Das ist ein Octa-Core-Chipsatz mit 64-Bit und 1,7 GHz Taktfrequenz. Es verfügt über 3 GB RAM und 16 GB internen Speicher. Damit haben wir hier also Einheitskost und das spiegelt sich auch ja, in den Benchmark-Ergebnissen hier wieder. Ist definitiv nicht schlecht, es hat eine ziemlich gute Performance. Allerdings kann das Smartphone die Performance noch nicht wirklich komplett ausspielen. Also es ist einfach so, dass die Software noch nicht ganz ausgereift ist und definitiv die Performance etwas nach unten drückt, was man auch in ein paar Benchmark-Ergebnissen merkt, wie ihr hier sehen könnt. Was mir sehr gut gefällt, ist der Fingerabdrucksensor. Das ist ein runder Touch-ID-Sensor, bei dem man nicht mehr mit dem Finger drüber streichen muss. Ihr legt den Finger quasi einfach nur drauf und dann entsperrt der Finger das Smartphone. Und dabei ist es egal, in welchem Winkel ihr den drauf legt. Ihr könnt ihn so rum einscannen, aber das Smartphone trotzdem dann auch so oder so entsperren. Funktioniert alles. Ich zeige euch das mal kurz. Hier, das Smartphone ist angeschalten. Ich lege meinen Finger drauf und zack, es ist entsperrt. Ich kann das mal wiederholen. Der Sensor, der hat eine extrem niedrige Ausfallrate. Funktioniert wirklich
exzellent. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Hat Elephone sowas von einem guten Job gemacht. Das ist definitiv der beste Fingerabdrucksensor, den ich in einem Kinaphone jemals gesehen habe. Gefällt mir wirklich extrem gut. Es gibt aber auch nochmal so ein paar Kritikpunkte. Zum einen, durch das viele Plastik mangelt es dem Smartphone definitiv an Kühlung. Wenn ihr lange spielt, wird das Ding extrem heiß, gerade hier mit dem Fingerabdrucksensor, weil das der einzige Punkt ist, wo Metall verbaut wird. Hier wird dann wirklich die Wärme etwas abgeführt. Das kann wirklich unangenehm werden, wenn man dann dahin langt. Und ein weiteres Problem ist, dass der Kompass leider nicht funktioniert. Wer also einen Kompass in dem Smartphone braucht, der sollte hiervon die Finger lassen. Denn Elephone verbaut zwar einen Sensor, aber der spielt generell verrückt. Entweder zuckelt er umeinander wie blöd oder zeigt in die komplett falsche Richtung, und dabei ist es egal, ob der kalibriert ist oder nicht, der Sensor funktioniert einfach nicht. Das ist Fakt, leider. So, und dann sprechen wir die Software noch kurz an. Das Elephone P7000 wird mit Android 5.0 Lollipop ausgeliefert. Ja, das entspricht aber eher einer Beta-Version anstatt einer finalen Version. Wie schon erwähnt, die Performance lässt stark zu wünschen übrig. Ihr seht das hier, die UI, die ruckelt recht stark. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt durch die Kamera durchkommt. Es ist aber definitiv ein Softwareproblem, kein Hardwareproblem. Denn nach einer Weile des Rumscrollens hier wird es dann plötzlich smooth, wie ihr hier erkennen könnt. Und das zieht sich durch die gesamte UI fort und auch durch Spiele, dass es hier ständig Framerate-Einbrüche gibt. Und ja, das behindert nicht wirklich das Arbeiten mit dem Smartphone, macht aber nicht wirklich Spaß, wenn man immer so ein nerviges Ruckeln drin hat. Dann, wie schon erwähnt, es ist kein MediaTek MiraVision dabei. Das ist heutzutage fast schon ein No-Go, denn MiraVision sorgt nochmal für eine deutliche, ja, für einen deutlichen Stromspareffekt, gerade was die Hintergrundbeleuchtung betrifft. Aber auch, ja, eine deutliche Optimierung der Bildqualität. Und man könnte damit eben auch den vorhin erwähnten Rotstich entfernen. Was mir aufgefallen ist, dass es ab und zu Freezes im System gibt. Kommt wirklich selten vor, das muss ich sagen, aber sie sind definitiv vorhanden. Das führt zu eingefrorenen Apps oder auch teilweise ein komplett eingefrorenes System, dass man wirklich das Ding abwürgen muss, in Einzelfällen sogar den Akku entfernen muss und das Ding neu starten muss. Das nervt ein bisschen, und dann merkt man eben auch noch, dass das System noch nicht ganz ausgereift ist. Weiterhin gibt es noch ein paar Kompatibilitätsprobleme, die man aber schon von anderen Lollipop-Smartphones mit dem MT6752 und MT6732 Prozessor kennt. Ich denke mal, das muss ich nicht mehr weiter ansprechen. Wir sind im Bereich Audio angekommen, und wer das Elephone P7000 kennt, der weiß, dass hier unten zwei Öffnungen da sind. Das lässt auf den Stereo-Lautsprecher schließen. Nun, leider, wie so oft, ist das nicht der Fall. Nur unter einem dieser Öffnungen verbirgt sich tatsächlich ein Lautsprecher, und das ist diese hier. Die andere ist einfach nur da. Da ist nichts drunter. Es wäre jetzt noch verschmerzbar, wenn der Lautsprecher, der da ist, wenigstens gut klingen würde, was aber leider nicht der Fall ist. Ja, man kann ihn hören, aber es macht nicht wirklich Spaß. Der klingt irgendwie dumpf und undeutlich. Es ist ganz schwer zu beschreiben. Auf jeden Fall macht es absolut keinen Spaß, damit mal Musik zu hören. Und nicht mal YouTube macht wirklich Spaß. Also da habe ich deutlich bessere Handsets schon gehört. Und von da ist es wirklich, ja, schade, dass Elephone hier keine Stereo-Lautsprecher verbaut und auch keine besseren Lautsprecher. Ich bin persönlich sehr enttäuscht, dass Elephone hier es nötig hat zu schummeln. Jetzt sagen viele, und auch Elephone selbst behauptet das, dass hier nicht geschummelt wird. Diese beiden Öffnungen macht man nicht, um den Kunden zu täuschen, sondern die macht man einfach aus Designgründen. Das mag ja sein, aber es muss doch nicht sein, dass man hier die Stereo-Lautsprecher andeutet. Man kann doch einfach einen einzigen großen Grill hier hin machen oder, keine Ahnung, das Design anderweitig verändern, dass auch ein einzelner Lautsprecher symmetrisch korrekt und hübsch aussieht. Ich persönlich halte das immer noch für Schummelei. Hier wird einfach der Kunde verarscht, das ist meine Meinung. Ja, zurück zur Audioqualität. Der Kopfhöreranschluss bleibt noch anzusprechen. Der klingt glücklicherweise ganz gut. Es gibt hier zwar ein ganz kleines Störgeräusch, das ist aber dermaßen leise, dass man das wirklich nur merkt, wenn gerade kein anderes Geräusch abgespielt wird. Ansonsten recht ausgewogene Ausgabe, sehr kraftvoll, sehr laut auch, macht durchaus mit guten Kopfhörern Spaß, darüber Musik zu hören. Hier habe ich nicht wirklich was zu meckern. Als nächstes kann ich noch den Empfang ansprechen, und der ist zu meiner Überraschung überdurchschnittlich gut, was sowohl
Handynetzwerke als auch WLAN betrifft. Hier gab es wirklich keine Probleme und auch LTE funktioniert einwandfrei, inklusive dem Band 20. Bluetooth funktioniert ebenfalls einwandfrei. Was noch nicht einwandfrei funktioniert, ist GPS. Das liegt aber auch an der Software wieder und nicht an der Antenne oder so. Ich zeige euch hier mal einen GPS-Test. Dieser wurde im Freien gemacht. Da gab es einen Fix für 12 Satelliten und eine Genauigkeit von 2 Metern. Und dieser Test hier wurde im Haus gemacht. Da gab es eine Genauigkeit von 5 Metern und einen Fix für 5 Satelliten. Klar, das geht besser, aber es ist definitiv nicht schlecht und reicht grundsätzlich auch für Navigation und so weiter aus. Aber ich habe leider die Erfahrung machen müssen, dass mit der jetzigen Software irgendein Problem gibt. Bei der Navigation in Google Maps lag das Smartphone ständig ein paar Straßen daneben und ich habe mich da wirklich einmal richtig verlaufen dank dieses glorreichen Handys hier. da war ich sehr verärgert drüber. Auf jeden Fall gibt es definitiv noch Probleme und da spielt wahrscheinlich auch ein bisschen der Kompass mit rein, der das Smartphone verwirrt, weil er ständig die Richtung wechselt und ja, komische Daten von sich gibt. Da muss Elephone mal noch nachbessern, dass das besser funktioniert. Auf jeden Fall GPS funktioniert grundsätzlich mal und muss eben nur noch von der Software gefixt werden. Und dann kommen wir auch schon zu einem ganz spannenden Thema und zwar der Kamera. Das ist ja eines der Merkmale, die beim Elephone P7000 am wichtigsten sind. Zu Hardware, wir haben hier eine 13 Megapixel Rückkamera, die auf dem Sony IMX214 Sensor basiert und das stimmt auch, das ist also kein Märchen, was Elephone hier erzählt. Die Frontkamera stammt von Omnivision und das ist ein 8 Megapixel Sensor mit einer Weitwinkellinse. Die Kamera macht im Grunde gute Bilder, jedoch könnte man da per Software noch deutlich mehr rausholen, vor allem was die Tiefenschärfe betrifft, aber auch die Farbwiedergabe, denn da ist noch ein deutlicher Rotstich vorhanden, wenngleich die Farben grundsätzlich gut wären. Das ist ein bisschen ähnlich wie beim Display. Was ich zu bemängeln habe, ist die Linse, denn die taugt wie so oft bei Elephones nichts. Da ist ein stark verschwommener Bereich auf der linken Seite der Bilder und das ist kein Einzelfall, das ist wirklich auch bei ziemlich allen Elephone P7000 Einheiten der Fall. Also generell ein Problem mit der Linse, hätte Elephone auf eine etwas hochwertigere Linse setzen können. Was mir außerdem noch aufgefallen ist, sind, dass Störgeräusche auftreten bei Videoaufnahmen und zwar vom Handynetz. Das liegt ganz einfach daran, weil Elephone vergessen hat, eine Abschirmung zwischen der GSM bzw. 3G LTE-Antenne und dem Mikrofon einzubauen. Das ist einfach übereinander ohne jeglichen Schutz. Von daher gibt es hier Störgeräusche und das ist nicht nur bei Videoaufnahmen, sondern auch bei Telefonie, wie ich kürzlich mal bemerken durfte. Es stört vielleicht nicht jeden, aber die meisten dürfte es definitiv stören. Und mal ganz ehrlich, in der Preisklasse ist das ein absolutes No-Go und schon gar nicht akzeptabel, wenn es wirklich so eine Entwicklungszeit in das Smartphone gesteckt wurde. Im Nachtmodus macht die Kamera ganz gute Bilder, überraschend wenig Rauschanteil, hat aber definitiv Probleme scharf zu stellen, da sollte auch noch ein bisschen nachgebessert werden. Zur Frontkamera, die macht bei Tageslicht akzeptable Selfies, wenn es aber ein bisschen dunkler wird, werden sie nicht mehr so akzeptabel, da gibt es dann, vor allem wenn es ja fast schon ganz dunkel ist, gibt es so ein starkes Bildrauschen, dass man kaum mehr was erkennen kann. Also die Kamera macht im Endeffekt sehr, sehr gute Aufnahmen, die wirklich mehr als nur brauchbar sind, aber es gibt definitiv noch Luft nach oben und Elephone sollte noch ein bisschen Feintuning betreiben, damit die dann auch so richtig Spaß macht. So, als nächstes kommen wir zum Akku und das ist auch wieder ein recht spannendes Thema, wie ich finde, denn Elephone verspricht hier 3450 mAh. Davon verspricht man sich ja jetzt eine recht gute Akkulaufzeit. Leider ist das hier nicht der Fall. Wie ihr hier seht, wurden mit dem Elephone P7000 nur knappe 6 Stunden Screen-On-Time erreicht, was nicht gerade viel ist für diese Kapazität. Da haben schon Smartphones mit 3000 mAh Akku deutlich mehr erreicht. 9 Stunden Screen-On-Time wären hier akzeptabel gewesen. Woran liegt's? Liegt es an der Kapazität? Hat Elephone mal wieder gemogelt? Nein, ich kann euch beruhigen, Elephone hat nicht gemogelt. Der Akku liegt irgendwo zwischen 3000 und 3200 bis 3300 mAh. Also ziemlich nah an der Angabe, die Elephone hier macht. Er ist also definitiv sehr groß. Das Problem liegt hier definitiv wieder an der Software, weil eben nicht ordentlich optimiert ist.
zieht das Ding einfach mehr Strom, als es benötigen würde, weil kein Mirror Vision auch funktioniert. Das ist wieder ein weiterer Anhaltspunkt. Also hier ist definitiv auch noch möglich, dass das behoben wird. Warten wir einfach mal ab, wie Elephone hier sich macht mit den künftigen Updates. Was ich auch noch zu bemängeln habe, ist die Ladezeit. Die dauert viel zu lang. 4 bis 5 Stunden dauert das, weil hier kein Fast Charging mit am Start ist. Und es gibt auch noch einen kleinen Bug, der dazu führt, dass ab 22 bis 15% der Akku auf einen Schlag auf Null sinkt. Das ist komisch, da stimmt wohl was mit der Kalibrierung nicht, das müssen sie auch noch beheben. Das ist schon seltsam, wenn man gerade noch 22% hat und plötzlich ist das Smartphone aus, dann steckt man es ins Ladegerät und dann steht es auf Null. Also hier muss auch nochmal etwas nachgearbeitet werden. Und dann sind wir schon am Ende des Video-Reviews zum Elephone P7000 angelangt. Nun, ich kann eines nach 7 Tagen Testzeit ganz klar sagen, für den Alltag ist das Smartphone im jetzigen Zustand nicht wirklich geeignet. Für mich war es eher ein Klotz am Bein anstatt ein smarter Helfer, aber naja, man muss auch irgendwie fair sein und sagen, dass die Probleme zum Großteil softwarebedingt sind und hoffentlich dann auch bald behoben werden. Denn wenn das der Fall ist, ist das Elephone P7000 eigentlich gar kein so übles Gerät, was vor allem an dem tollen Fingerprint-Scanner, der wirklich sehr guten Kamera und dem guten Empfang liegt. Auch der große Akku ist definitiv ein Vorteil, auch wenn jetzt da die Kapazität noch nicht voll ausgenutzt wird, aber wenn dann noch ordentlich auf den Energieverbrauch optimiert wird in Sachen Software, dann wird hier wirklich eine ordentliche Laufzeit zustande kommen. Insofern bleiben da noch 2 Fehler übrig, die mir so richtig Kopfschmerzen bereiten, und das sind die Stabilitätsprobleme des Gehäuses und damit natürlich auch die Anfälligkeit des Gehäuses gegen Beschädigung bzw. des Displays, und dann natürlich auch noch die Störgeräusche, die durch die mangelnde Abschirmung des Mikrofons entstehen. Wie gesagt, solche Fehler sind eigentlich ein No-Go, und speziell wenn man jetzt bedenkt, dass das Elephone P7000 nicht gerade das günstigste Gerät ist mit über 200 US-Dollar und noch dazu ewig lange dem Ding gebastelt wurde. Es ist einfach nicht schön, es ist nicht wirklich akzeptabel und hinterlässt einen sehr, sehr faden Beigeschmack. Ob man damit leben kann, muss am Ende dann jeder selbst entscheiden. Jeder behandelt seine Smartphones anders. Aber ich persönlich würde mal sagen, wenn ich jetzt vorbestellt hätte, zum vollen Preis, würde ich definitiv die Vorbestellung canceln bzw. das Smartphone wieder zurückgehen lassen, wenn ich es schon bekommen hätte. Hätte ich jetzt jedoch nur die 159 Dollar bezahlt, würde ich es behalten, denn das ist ein Schnäppchen. Und ich finde, das ist es wert, mal abzuwarten, wie es weitergeht. Wenn ihr jetzt mit dem Gedanken spielt, ob euch das Smartphone zulegen sollte oder nicht, würde ich auch sagen, dass er mal vorerst die Finger davon lässt und mal abwartet, wie sich Elephone mit der Software schlägt, und wenn er dann mit den Störgeräuschen leben könnt, falls das Elephone bis dahin nicht schon behoben hat, und auch mit der Anfälligkeit gegenüber Beschädigung durch die Biegsamkeit des Gehäuses, dann denke ich mal, werde er mit dem Elephone P7000 auch Freude haben. Aber wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt heißt es mal abwarten bzw. stornieren, je nachdem, welcher Fall auf euch zutrifft. Gut, dann hoffe ich, dass euch das Review-Video gefallen hat und ich euch damit weiterhelfen konnte. Sollte dem so sein, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und natürlich auch ein Abo des Kanals. Wenn euch das allgemein gefällt, was wir bei Geskina Deutschland machen, dann folgt uns doch auch auf Facebook, Twitter und Google Plus. Ich bedanke mich fürs Ansehen des Reviews und ihr bekommt jetzt noch eine Performance-Demo. Tschüss und bis bald.
this yourself. It's extremely dangerous.